Hallo, schön im Internet sein zu dürfen. Ich würde gerne einen ersten Text vortragen, der ganz neu ist. Und es geht in dem Text um die Frage, wie rechtes Denken eigentlich entsteht. Wie es dazu kommt, dass Leute eigentlich überhaupt rechts werden und sich schwachsinnigen Ideologien anschließen. Und ich wollte mir als Titel für den Text eigentlich irgendwas total Cleveres ausdenken. Aber ich habe den Text, wie es bei mir ganz oft ist, dann einfach so genannt, wie auch das Word-Dokument hieß. Weil Arbeitstitel sind so in ihrer Knappheit eh immer die passendsten. Deswegen heißt der Text jetzt, warum Arschloch? Und er geht so. Warum Arschloch? Frage ich mich manchmal, wenn ich im Supermarkt jemanden dabei beobachte, wie er seine Finger systematisch in eine Avocado nach der anderen bohrt, bis sie alle die Konsistenz eines Hacky-Sacks haben, nur um dann die in seinen Korb zu legen, die er als allererstes in der Hand hatte und für mich nur eine Landschaft aus völlig traumatisierten kleinen Avocados zurücklässt. Warum Arschloch? Denke ich, während ich dem flezenden Typ vor mir in der Tram zuschaue, wie er seine Scheißmaske vom Gesicht zieht und denkt, es wird schon keiner merken. Und ich frage mich, ob er beim Bungee-Springen auch das Seil weglässt, weil er denkt, es guckt ja gerade keiner. Und jeden Abend beim Tagesschau-Schauen denke ich mir, warum Arschloch? Also nicht wegen Jens Riewer, er ist cool. Wegen so ziemlich allem anderen. Was ich in der nicht enden wollenden Debatte um rechte Gewalt zum Beispiel immer wieder bemerkenswert finde, ist, wie diese Gewalt gerechtfertigt wird und wie man auf sie reagiert. Mordende Nazi-Banden ziehen durchs Land? Schnell, ein Ausschuss gegen Linksextremismus. Man kann aber auch zurückblicken in die frühen 90er, als in Rostock-Lichtenhagen deutsche Horden wochenlang Jagd auf Asylbewerber gemacht haben. Und die Antwort seitens der Politik war damals schon nicht konsequent gegen rechts vorzugehen. Die Antwort war der Asylkompromiss. Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Mit dem Argument, die Deutschen seien von so viel Zuwanderung einfach überfordert gewesen. Die Leute waren also keine Rassisten, sondern bloß überfordert. Das kann man sich im Alltag super zu eigen machen. Ich bin nicht 3 Stunden zu spät. Ich bin nur überfordert vom Konzept Zeit. Tut mir leid, dass ich bei deiner Party auf den Boden gekotzt habe. Ich war einfach überfordert von den Konzepten Wodka Bull, Jackie Cola und Batida de Coco. Ich bin kein Corona-Leugner, bloß überfordert vom Konzept der Intelligenz. Das Problem am Gelaber von Überforderung ist erstmal, dass es in den allermeisten Fällen überhaupt nichts gibt, wovon man überfordert sein müsste. Die AfD ist zum Beispiel besonders stark in Gegenden mit geringem Ausländeranteil. Und das ist, wie wenn man einem Kind sagt, komm, iss dein Spinat, und das Kind sagt, ich will meinen Spinat aber nicht essen, und man antwortet, na, hast du denn überhaupt schon mal Spinat probiert? Vielleicht schmeckt dir ja, und das Kind sagt, nein, aber ich weiß, dass ich ihn nicht mag. Der ist faul und kriminell und nimmt mir mein Spielzeug weg. Da wird also eine Bedrohung konstruiert, die gar nicht da ist. Um zu verstehen, was mit Überforderung gemeint ist, muss man sich aber mal genauer anschauen, wie das Argument eigentlich funktioniert. Da wird gesagt, Leute, die zum Beispiel keinen Arbeitsplatz haben, denen es schlecht geht, werden ganz automatisch zu Nazis. Die Frage ist also, die Grundfrage ist also, geht es mir scheiße, weil ich ein Arschloch bin, oder bin ich ein Arschloch, weil es mir scheiße geht? Hier und dort liest man ja immer wieder Sätze wie, kein Wunder, dass es in Ostdeutschland so viele Rechte gibt, sie stehen ja auch wirtschaftlich scheiße da, irgendwie muss ich das ja entladen, als wäre das ein Automatismus. Dir passiert was Schlechtes, zack, Nazis. Den Kaffee über die Laptop-Tastatur geschüttet, ah, fuck, Deutschland den Deutschen. Portemonnaie im Zug vergessen, oh, Heil Hitler. Bus verpasst, wäre der Busfahrer weiß gewesen, wäre das nicht passiert. Aber so einfach ist es doch nicht. Nicht alles kann man mit Arbeitsplätzen lösen. Horst Seehofer hat einen der geilsten Arbeitsplätze Deutschlands und ist trotzdem ein Arschloch. Der Wendler war Juror bei DSDS und bricht jeden Tag neue Hürden auf der Arschlochskala. Er ist wie ein Hürdenläufer, der die Jobbeschreibung falsch verstanden hat und der festen Überzeugung ist, es gehe darum, bei jeder Hürde so hart auf die Fresse zu fliegen wie möglich. Nein, ich glaube, das Problem ist, dass es den Leuten oft schwerfällt, den richtigen Ansprechpartner für ihre Kritik zu finden. Wenn zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Bottrop und Herne wegen der Signalstörung liegen bleibt, was hören wir da die 5 Kerstins sagen, die gerade aus ihren Piccolo-Fläschchen Aldi-Sekt in Plastik-Sektgläser füllen? Hören wir sie sagen, was will man machen?
Leider hat Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrhunderten versäumt, umfangreiche Modernisierungen auf dem Gebiet der Schienen- und Signaltechnik durchzuführen, weswegen kurzfristig auftretende Störungen zu erheblichen Verspätungen führen können. Aber so kann es eben gehen, wenn man Staatskonzerne privatisiert und der Konkurrenz auf dem freien Markt aussetzt. Statt einen funktionierenden Personennahverkehr als grundlegendes Bürgerrecht abseits von Markt- und Konkurrenzlogik zu verstehen. Nein, natürlich nicht. Wir hören Sie sagen, ich werde jetzt diese eine Zugbegleiterin persönlich verantwortlich machen und so lange mit einem Live-Love-Love-Schild auf sie einschlagen, bis sie weint. Denn ich bin eine Person mit großen Ansprüchen, außer was die Qualität von Sekt angeht, und verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Falscher Ansprechpartner, ganz einfach. Gleiches gilt für rechtes Denken. Wer ist schuld daran, dass viele Regionen in Ostdeutschland heute extrem strukturschwach sind? Liegt es vielleicht an der jahrzehntelangen Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft durch westdeutsche Unternehmen? Ach was, schuld ist natürlich dieser Dude, der mit 10 anderen Asylbewerbern in einem 2 Quadratmeter großen Raum wohnt und von 200 Euro im Monat lebt. Aber lass dich nicht aufhalten, Manfred. Wem du hier deine Scheiße vom Stapel lässt, haben Leute mit migrantischem Hintergrund schon mal einen Corona-Impfstoff entwickelt. Was hast du dabei gemacht? Verschwörungsvideos auf YouTube geguckt? Mensch, danke für deinen Beitrag. Das ist echt nett von dir. Das Problem ist nur, ich nehme dir nicht mehr ab, dass du ein Arschloch bist, weil es dir scheiße geht. Nein, dir geht es scheiße, weil du ein Arschloch bist. Weil du Rassist, Antisemit, sexistisch bist. Und wenn dir das nächste Mal auf der Straße ein paar Antifas entgegenkommen und kritisch auf dein Attila Hildmann-T-Shirt gucken und beginnen, sich die Ärmel hochzukrempeln, dann bleib doch einfach mal locker. Sie schränken nicht deine Meinungsfreiheit ein, sie sind bloß überfordert. Überfordert von Arschlöchern. Und sie fragen sich zu Recht, warum Arschloch? Danke.